Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute zu einem Pack and Play um die beste Karte in FIFA 19. Was ich würde mit meiner werdet ihr anhand des Videos erkennen, und zwar geht es um eine wirklich deutsche Stürmerlegende. Ich kann da wirklich nicht besonders viel zu sagen. Checkt das Video sehr, sehr gerne ab und schreibt diese Person auch gerne bei Instagram, spammt ihr mit diesem Video voll, damit er dieses Video sieht. Es geht um Richard zu guter Pase, Jungs, die beste Karte in FIFA 19. Spammt ihr alle voll, wenn euch das gefällt, lasst doch gerne mal ein Like da. Und ein Abo und spam dir bei Instagram mit diesem Video voll. Würde mich freuen. Ab ins Video und ciao. Und das unter gibt es noch ein lustiges Story. Ich habe mit einem Kollegen mal gespielt und den habe ich einfach mit Richard zu guter Pause zerstört. Und wir machen jetzt ein Pack and Play und zu guter Pause. Ihr wisst ja jetzt, was ich mit dem zu tun habe. Warum? Auf jeden Fall habe ich noch mit einem Kollegen gespielt. Es ist echt zu geile Story, da habe ich irgendwie mit denen gespielt und da bin ich mit diesem Richard zu guter Pause ausgegangen, weil da kann ich die Story vorher noch gar nicht, mein Controller ist alle. Also das war echt eine richtig coole Story, da habe ich irgendwie mit zu guter Pause 2 Tore rein. In der Tat. Ja, und dann ist mir erst spät aufgefallen, dass sogar ein Video von mir geliked hat oder so. Wir werden jetzt um Richard zu guter Pause ein Pack and Play machen, Jungs. Ich hoffe, euch gefällt das. Wenn euch gefällt, lasst wie gesagt sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da. Falls ihr es fragt, wenn ich das jetzt Video aufnehme, ich nehme es hier währenddessen im Stream auf. Ich denke, es auch mal, kann man auch mal ausprobieren. Und ja. Warum Barca-Dress? Dachte Bayern-Fan, was los? Ich habe mir das trotzdem gekauft. Also, weil ich es einfach cool fand. Und Barca mag ich es oder so. Okay, Jungs, schreibt mal eine Zahl von 1 bis 10 rein. Ich bin mal gespannt, wie das Pack and Play so wird. Die 7. Okay, let's go. Vielleicht ziehen wir sogar einen Walker draus, wer weiß. Wir müssen das Team gut stärken für so gute Phase. Oder vielleicht mindestens einen Goldspieler. Ja, ein Goldspieler. Oh, sogar eine Leinwand. Spanien, ZDM, Martinez. Muss ich jetzt hoffen auf gute Spieler, aber den zu guter Pass werde ich auch nicht linken können. Also wird auf jeden Fall kritisch, wie das hier machen werden. Jetzt kann Timos Weakpack ziehen. Weil wir einen Bronzen ziehen, ist schon belastend aus diesem Pack. Jetzt kann der Bronze, Silber, alles drin sein, Gold. Stopp! Sonst kriegt der gleich einen auf die Schnauze. Ja, super. Barinov, ey. Das ist... wird schon belastend, mit dem Team zu spielen. So. Also Bronzespieler wird schon hart wehtun. Wenn jetzt einer kommt, dann... alles klar, Digga. Also Bronzespieler wird schon hart wehtun. Ey, mit dem Team müssen wir spielen. Wenn, hoffe ich, dass ich irgendwas mit ihm linken kann. Ich muss sagen, ich kann aus dem Pack auch nichts Gutes erwarten. Davon abgesehen, da ein Walkout sind jetzt auch relativ unwahrscheinlich um einen einziger Torwart. Ich muss sagen, wenn ich mir so die Spiele angucke, wird das auf jeden Fall ein bisschen belasten, das Pack and Play. Dann noch mit Richard zu guter Pause, da kann man nichts falsch machen. Hello, darkness, guck mal, das sind natürlich die allerschlechtesten. Ey, nicht mal was du aus der Liga, was du liegen. Nee. Auf jeden Fall echt, diese Story ist einfach zu lustig, also. Ja, und das Geile daran ist, ich schreibe dem und er liest das sogar. Richard, falls du dieses Video siehst, Mann, antworte mir doch mal endlich. Ich warte jetzt schon ein paar Tage auf deine Antwort, aber es kommt keine. Hättest du mir zum Beispiel, ich habe ihm geschrieben, irgendwie, ob das ein Bochum-Auswärtssieg wird, haben wir am Ende verloren, liegt daran, weil er mir nicht geantwortet hat. Also Richard, tu was. So, jetzt mal so ein Walkout. Oh. Silber, ey, das wird so belastend. Das ist schön. Das ist wunderschön. Gib mir den Walkout. Oh. Wenigstens Goldspieler. Ja, Mann, wenigstens Goldspieler. Innenverteidiger. Spielbar, Demai, ja, ist okay. Komm schon, yay, bitte kein Bronzespieler, bitte. Bitte kein Bronzespieler, bitte. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ja, wow. Ich will einfach real sein und nicht einfach nur so tun, dann, wo es mir vielleicht gar keinen Bock macht. Komm schon, ja, wenigstens Goldspieler. Boah, guckt euch das mal an, das ist richtig scheiße mit dem Overdress von Barca, wenn das... ja, wow. Belotti, ja, der Spieler. Nice. So, letztes Pack, Jungs. Come on. Jetzt kommt der Walkout. Ah, bitte nicht Bronzespieler, bitte. Auf YouTube direkt allerschlechteste. Ich muss sagen, ich habe auch scheiß Packs dafür genommen. Aber da kann halt gefühlt alles drin sein. Ey Jungs, schreibt mal rein, Jungs.
ist es für euch okay, wenn wir vielleicht den Daschner aus Spaß einfach reinstellen, damit zu guter Passo auf Full Cam kommt? Schreibt mal rein. Ist da trotzdem noch ein Pack-and-Play? Wir haben es ja durch ein Team gebildet. Meint ihr, das ist okay? Okay, Jungs, wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir noch den Daschner reinstellen. Ist zwar trotzdem noch ein Pack-and-Play, wir werden jetzt dann dafür einfach... dafür auch ein Silberspieler ausnehmen, was eigentlich sogar relativ gut ist. Dann haben wir nämlich unseren zu guter Passo nämlich auf Full Cam. Und das sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Wie gesagt, ist ja trotzdem noch ein Pack-and-Play. Es geht einfach um den Starspieler zu guter Passo. Also, ich komme nicht ganz drauf klar. Es ist trotzdem noch ein Pack-and-Play. Ich würde sagen, wir wechseln ihn aber noch ein, würde ich einfach sagen. So, jetzt geht's auf jeden Fall rein mit dem Team. Ich hab Bock. Wir sehen uns ab im Spiel. Ich sag euch, wenn Richard ein Tor schießt, froh das Tor, was Richard macht. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Okay. Okay, wir nehmen direkt den ersten Gegner. Keine Faxen werden dann gemacht. Was haben wir denn für Trikots? Boah, ich war so lange nicht mehr in FIFA. Ich hab Bock auf die. Let's go, Digga. Ich sag euch, wir werden so zerberstet. Wir haben einfach einen Silbertorwart drin. Also, ob ich dagegen halten kann, wir gucken uns das Team an. Let's go. Okay. Er hat, also, dafür kein gutes Team. Klar, es ist besser als unseres, aber... Wir haben so guter Paar. Also, da setze ich auf jeden Fall alle Hoffnungen rein. Der Junge macht das. Jetzt geht's ab. Ich sag euch... Erst Spiel mit zu guter Paar, so direkt ein Doppelpack, würde ich sagen. Let's go, wir gehen rein in die Partie. Let's go. Ey, das wird so scheiße. Das wird ja sowas von scheiße. Sein muss so sichere Pässe. Ach, schade. Sag euch, der ist auf jeden Fall auf den Verlass. Sagen, bisher stehen wir sogar hinten ganz gut. Da hinten noch gar keine Chance gehabt. Aber okay, das ist Schuss gehalten. Aber mit Silbertor soll ich mir nicht allzu viel erwarten. Pro Tor 20 Liegestützen machen. Alles klar, Digga. Will das für mich verarschen? Ey, ja, Eigentor. Ey, es ist so ein Flachs. Ey, ganz ehrlich, wenn du solche Tore siehst, hast du auch kein Wort mehr FIFA gespielt. Ach, ich hab FIFA noch nicht nach dem Patch gespielt, wollte ich sagen. Ja, geht schon gut los, ey. Richard, Junge. Komm, Junge. Richard! Ey. War wirklich... Wow. Ein Ball. Und der ging natürlich nicht rein. Das ist ja auch. Obwohl das eigentlich schon eine Frechheit. Ja, 2-0. Ey. Was ist hier? Komm! Komm! Na. Komm! Bitte. Bitte! Ey, ich sag, ich will ein Tor machen, okay? Vielleicht nicht. Okay, mit so guter Passo wäre schon der Hammer, aber an sich einfach eins. Das wäre schon ein Erfolgserlebnis. Bitte. Bam, Junge! Was los, Digga? Richard zu guter Passo. Ich hab's gesagt, Digga. Ich hab's euch gesagt. Es ist eine lebende Fußballlegende. Aber ich hab euch gesagt, Doppelpack. Ah, schade. Geht's doch nicht. Komm, Digga. Ja, Digga. 2-2, gar nicht Richard, Digga, aber egal. Vorlage, Richard. Sag ja, also, wenn ihr wirklich einen guten Superstar in der Weekend nicht braucht. Ah, Superstar. Ich meine, kann auch mehr, also. Ey, Digga, was macht der für räudige Tore, Mann? Ohne Witz. Ich schlag mich echt gut und dann so ein räudiges Dreckstor mit dem Anschlussglitch, Digga. Alter, ich schwöre, dieser Anschlussglitch, der geht mir so auf den Piss und dann so ein räudiges Tor. Auf jeden Fall, Jungs, super Sub, auf jeden Fall holen. Der Typ, was schießt überhaupt für Tore? Alles klar, schießt überhaupt für Tore. Ja, was soll ich machen, Digga? So. Komm, Richard. Richard, Junge! Bam, Junge, direkte Antwort. Ich sage es euch, der neue Super Sub Richard. Zu guter Paso, Junge. Ja, was macht er jetzt? Er feiert seine Welt. Das ist die Hoffnung von Deutschland. Komm. Ey, Digga, wie kann er... Was? Wie konnte er nicht reingehen? Ja, was für ein Film bin ich denn? Ey, komm, wenigstens 4-4. Komm schon. Nein, ey, diese Bronzeverteidigung. Ey, ich kann nichts dagegen machen.
Nice. Richard, Junge! Batz, Junge! Ich sag euch, ich bin da raus, Jungs. Ich bin da wirklich raus. Ihr seht, es ist egal. Du kannst da alles machen, der schiebt die Dinger rein, Mann. Es ist alles echt. Ja, ein Ehrenmann wird da durchlaufen lassen. Komm. Egal, GG an den Gegner. Es hat auf jeden Fall echt Bock gemacht, trotzdem zu spielen, Mann. Einfach so guter Paar, so 3 Tore, Jungs. Also, Jungs, wenn ihr wirklich, ihr seht es da nochmal, wenn ihr einen guten Spieler für die Weekend League braucht als Superstar, Richard zu guter Paar, so wirklich. Würde noch in euer Main-Team einbauen. Kostet wirklich unglaubliche 500k, damit man nicht 500 Münzen. Also, Jungs, gönnt euch den auf jeden Fall. Es ist ein Weltklasse-Spieler. Ich weiß nicht, sehen wir vielleicht gleich noch ein Tor von ihm. Ja, einfach wirklich die Weltklasse, wirklich. Das ist... Würde ich so glatt noch sagen, besser als Max Meyer, obwohl das wirklich schon schwer ist zu übertoppen. Könnt ihr noch einmal die wunderbaren Tore von so guter Paso anschauen. Wirklich Weltklasse, ihr seht, ein Weltklasse-Abschluss, dann unten rein. Also wirklich, ich bin da wirklich sprachlos, mir fehlen da wirklich die Worte. Macht die Dinger rein, ist wirklich der schwarze Messi, ich sage euch. Schwarzer Ronaldo, ich weiß nicht, was wollt ihr mit diesen ganzen Namen? Einfach Richard zu guter Paso, das ist die Stürmerhoffnung von Deutschland. Ich denke auch, der wird bald zum großen Club wechseln, also ist wirklich unglaublich, wirklich. Ihr seht das nochmal. Ich bin auf jeden Fall raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da. Folgt zu guter Paso auf Instagram, spammt ihm mit diesem Video zu, damit ihr dieses Video sieht. Würde mich auf jeden Fall freuen, Jungs. Kranker Mann, ihr seht es hier, 10,0er Bewertung. Ich bin auf jeden Fall raus und ciao.